Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ich muss es ganz offen gestehen, als mir mein Kollege Alexander Wallasch die nun folgende Aufnahme schickte, da war ich überzeugt, das kann nur ein Fake sein. Offenbar ist es das leider nicht. Schauen Sie sich die Szene an. Er hat ein bisschen gewartet, ob das wohl gut ausgeht. Aber wir, 50 Millionen Versuchskaninchen, sagen, wir waren das gerne. Jetzt solltet ihr euch auch impfen lassen, es ist gut für euch und es schützt. Nein, was Sie da jetzt gehört haben, ist kein Fake. Das hat Olaf Scholz tatsächlich so gesagt und er wurde auch schon kritisiert inzwischen, etwa von Armin Laschet, dem CDU-Spitzenkandidaten, und auch von Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie kommt Scholz dazu, das zu sagen? Sieht er die Menschen, die sich haben impfen lassen, wirklich als Versuchskaninchen? In jedem Scherz ist auch ein Fünkchen Wahrheit, sagen die Russen immer, und offenbar ist das als Scherz gemeint gewesen. Aber wie kommt er darauf und was ist das für ein Zynismus, der da dahinter steckt, hinter diesem Scherz? Der Regierungsvirologe Kikulé hat ja gesagt, es ist hier ein einzigartiges Menschheitsexperiment, das wir erleben. Insofern ist es tatsächlich so, dass die Worte vom SPD-Kanzlerkandidaten gar nicht so weit von der Realität entfernt sind, wie man sich das wünschen würde. Ich denke, man muss sie einfach einmal so stehen lassen. Man muss sich fragen, wie gehen die Politiker in diesem Land mit ihren Bürgern um und lassen sich die Bürger das wirklich gefallen und machen sie am 26. September wirklich da brav ihr Kreuzchen bei denjenigen, die sie so verhöhnen. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Wir, 50 Millionen Versuchskaninchen, sagen, wir waren das gerne. Jetzt solltet ihr euch auch impfen lassen, es ist gut für euch und es schützt. Wir sehen uns auf reitschuster.de.